Shalom Aleichem. Ich bin Sarah Rukhl Schaechter. Und ich bin Yiddish Jochnowitz. Seid bei Grisse in unser Kochprogramm Essen in der Welt. Wir wollen eine Handbasen, wie es heute machen, ein Krupnik. Jetzt wird bemerken, dass der Rezept ist sehr poscheter, oder aber Krupnik allein ist eine Metaphor für Poschetkeit, für Tmimis auf Yiddish. Man sucht besser bei sich Krupnik oder bei einem Katschke. Sehr schön. In mir wollen es Tage machen und Fleisch, aber sie betonen mal fleischigen Tarm, dank etlichen Minen Schwämmlich. Is Ort hast du frische Schwämmlich, cremene. Ort hast du getrocknete Shiitake-Schwämmlich. Und Ort hast du getrocknete Oyster-Schwämmlich. Die beste Schwämmlich, wenn es kennzeichnet gefunden, sind die Borowkes oder Borowki, Belaz, Porcini oder Zeps. Mit Borowkes hat man gemacht Krupnik in der Alterheim. Ja. Und so du noch etwas, was man kann nützen zu machen, ein kümmer fleischigen Tarm in der Krupnik, und das ist Sojasauce. Unsere Babys haben nicht genutzt Sojasauce, sie genutzt Salz, aber als wir können das nutzen, und das darf ihr mit wenig Natrium, aber ihr wollt, könnt ihr nutzen den Gewöhnlichen. Das zweite Hauptingredient in der Krupnik ist Gersten, versteht sich. Gewöhnlich Perlgräupen. Perlgräupen sind die abgeschälte Gersten. Und wir können euch nutzen, bräune Gersten, die nicht abgeschälte, das Belaz ist Hulled Barley und Pearled Barley. Beide haben Meiles, Perlgräupen, weiße Gersten, zergehen sich und geben die Suppe ein Mäulgefühl, was ist sehr gedächt und reich. Und die bräune Gräupen haben ein Mäulgefühl, was ist mehr kaifdick. Ja, und wir werden Tage machen mit der Gemisch von beiden. Ein guter Gedanke. Kräutern Kohl wägt ein die getrocknete Schwämmlich in Heißwasser und lasst stehen auf 15 Minuten. Wir gehen auch jetzt wasen, wie man nützt uns Wurzelgrinsen, Brickwe, was gibt es hier ein bisschen scharfen Tarm, eine Meier gibt es hier ein bisschen süßlichen Tarm, in Celerie, oder Celerie-Wurzel, gibt es einen erdischen Tarm. Wunderlich. Celerie-Wurzel ist ein bisschen schwer abzuschälen, schäle ich ihm ab mit einem Messer. Und wir nützen das, weil die grünen Stangen, was wir nützen gewöhnlich in Amerika, haben unsere Babys nicht genutzt. Das ist bei sehr gewöhnlich, die MS Celerie. Das ist sehr eine große Celerie, weil ich nicht so eine Hälfte von ihr. Und der Brickwe. Nehmt die zerschnittene Brickwe, Celerie in Meerlach. Wir gehen es pulsieren in eine Speismaschine. Noch 15-20 Minuten, wenn die ausgetrocknete Schwämmlach haben sich gewägt, können wir schon ausquetschendes Wasser. Ja, aber gießt das noch nicht ab? Ja, gießt nicht aus das Wasser. Push it around hin in der Speismaschine alle getrocknete Schwämmlach. Aber sei sicher, also ihr habt ausgequetschtes Wasser zuerst. Und jetzt werden wir es pulsieren in der Speismaschine. Gießt nun 4 Löffel Bäumel in einen breiten Paternier oder Subtop. Gibt sie die zerschnittene Zwiebeln. Regel ein paar Minuten. Als die Zwiebeln wären schon ein bisschen weich, gibt sie die Schwämmlich und die frische Schwämmlich, die getrocknete Schwämmlich. Und ein bisschen Knoblauch. Kocht auf einem heißen Feuer. 15-20 Minuten. Gießt rein ein paar Löffel Essig, um zu kleben die ziegebrennte Stücklich. Ein paar Löffel Sojasauce.
und ein Teppel rote Wein. Die zugeräumten Stückchen werden aufgeklebt. Wird es sehr Geschmack. Bringt sie einen Zip-Top. Führt rein dem gemischten Zip-Top. Gibt sie die zerhackte Grinsen. Meeren, Brickwiss, Celery. Die bräune Gräupen und die Perlgräupen. Der Saft von der Schwämmerlich. Schwarze Pfefferlich, ein bisschen zermahlene Pfeffer, die Stänglich von Petrischke, Krip, Celerie und ein Pasternak und gibt sie an Erich 6 Teppich Wasser. Die Gräupen sind sehr durstig. Ob es Feldwasser gibt sie später noch Wasser. Ein bisschen Salz läuft enger Geschmack. Und muss kochen an Erich Aschau. Schäpp up dem Schleim und tiet rein ein Bintel zerschnittene Krop und ein Bintel zerschnittene Petrischke. So haben wir du auch Krupnik, genick uns zu warm in den Bändelach. Am Achaie. Sehr Geschmack. Das heißt Tröstessen. Absolut. Was wir hoffen, als ihr da nur gehört, sagt sie kicken dick, wie wir ihm gemacht, Krupnik. Es gesinnt der Hate.